So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Boah, kennt ihr das, wenn ihr so richtig Bock auf was Süßes habt? Ja, so geht's mir 24/7. Boah, jetzt was Süßes. Boah, jetzt was Süßes. Boah, jetzt was Süßes. Deshalb mache ich jetzt einen Mandelblechkuchen. Wir brauchen Mandelmilch, Hefe, Mehl, Zucker, Vanillezucker, eine Prise Salz, nur eine Prise, Margarine, kneten. Jetzt muss man den Teig so 2 Stunden gehen lassen. 2 Stunden später. Ich dachte, du wolltest gehen. Das kommt jetzt auf ein Blech, dann quetscht man das so an den Rand. Da ist eine Fluse. Aber das ist so ja noch ziemlich langweilig. Deshalb mache ich dafür noch eine Mandelkruste. Ich finde, Kruste ist auch so ein ekliges Wort. Kruste. Ich knibbel mir immer die Kruste meiner aufgekratzten Pickel ab. Ekelhaft. Und das Gruselige ist, obwohl diese ekelhaften Worte gerade aus meinem Mund kamen, habe ich immer noch Bock auf diesen Kuchen. Ich bin komisch. Für die Kruste brauchen wir Margarine, Zucker und Mandelblättchen. Das dann aufköcheln, aber am besten nicht ankokeln lassen. Das klatscht man jetzt auf den Kuchen. Und jetzt weiterbacken. Geschmackstest. Dafür lohnt es sich zu leben.